genug ausgeruht. Ich will jetzt weiterspielen. Also, gehen wir da lang. Hier war keine Falle. Nee, aber eine Druckplatte, womit wir die Tür vielleicht aufbekommen. Aber gucken wir uns erstmal das letzte Stückchen noch an. Ich höre ein... Was? Ich wollte gerade sagen, ich höre einen Drachen, aber... Oh, noch eine Blockfigur. Haben wir schon 4 von. Heiltrank ist immer gut. Und was hast du? Ein Stein in der Kiste. Ja. Und noch ein Stein. Sturm der rachsüchtigen Winde. Beim Sturm der rachsüchtigen Winde handelt es sich um eine defensive Magie, welche einen kraftvollen Luftstrom erzeugt, der jede Kreatur, die den Zaubern im Weg steht, zurückschleudert. Auf diese Art kommt dein Gegner erst gar nicht auf Nahkampfdistanz heran. Damit kann man auf Feuersbrünste, Asche und Schlacke und tödliche Sporen wegwehen. Oh, klingt praktisch. Das wäre dann die Windmühle. Ja, es werden langsam viele Zauber. Deswegen denke ich auch nicht, dass es nur noch 2 weitere gibt. Sondern später kann man sich vielleicht welche aussuchen, die dann hier angezeigt werden. Aber es wäre komisch, wenn man in den ersten 2 Dungeons gleich alle Zaubersprüche finden würde. So, wo geht's jetzt hier lang? Achso, den Stein müssen wir gar nicht einfach so liegen lassen. Den können wir ja gleich auf die eine Platte hier legen. Fehlen nur noch 2 nachher. Aber erstmal gucken, was hinter dieser komischen Tür da ist. Ach, da ist auch der Drache, den wir gehört haben. Okay, also wir können den Block nur schieben, wenn wir nicht auf diese Platte treten. Das ist interessant. Machen wir es aber mal anders. Worum geht's? Ah doch, da können wir wieder raus. Komische Gegend hier. So, dich schieben wir jetzt auf die Plattform ein weiter hinten. Nein, das war ein zu weit. Na gut, machen wir erstmal die mit noch einem Stein. Noch einem Stein. Noch einem Stein. Ja. Und die Tür da hinten ist offen. Gut, denn ist uns auch ziemlich egal, was das hier für eine Platte ist und was da noch abgeht. Wir wollen zu der Tür da hinten. Auch wenn es schon ganz praktisch wäre, wenn wir die ganzen Steine noch mitnehmen könnten. Denn wir haben jetzt nur noch einen Felsbrocken. Und die Rätsel mit den Plattformen kommen ja ziemlich häufig. Und jedes Mal da 30, 40 Ausrüstungsgegenstände drauf zu packen, um das auszulösen, wäre auch doof. Die zuckt wieder die Wand. Ah, wir wollten testen. Also. Ja, geht wesentlich schneller mit der Axt. Also, wenn Drache kommt, Speer. Wenn Schlangenhand kommt, Axt. Elixier des heldenhaften Wütens hatten wir schon mal. Das war dieser Berserkertrank. Schalter, die irgendwas machen, was wir nicht sehen können. War das hier vorher zu? Na gut, uns soll's recht sein. Nächste Etage. Ich höre so ein steinernes Hämmern. Du machst schon mal nix. Oh, du bist dann ein Magie-Wiederauflad, Alter. Was zur Hölle? Habt ihr das auch gerade gehört? Da kichert wieder jemand, aber diesmal ganz anders.
als der angenommene Magier da unten. Oh, 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 oh. WTF? Das schien kein Gegner gewesen zu sein, sondern eine Falle. Oder auch nicht. Kurz heilen. Also ich dachte gerade kurz, dass wir in so einen Wirbelsturm reingelaufen wären und der uns wohin geschleudert hätte. Aber wir sind immer noch da, wo wir eben waren. Ha. Und der scheint keine Körper zu haben, sondern so eine Falle zu sein, wie die Schädel und die fliegende Faust. Na gut, dann schauen wir doch mal. Aber hier dran vorbeifliegen tut er nicht. Ha. Kommst du auch hier rein oder gehst du nur den Gang lang? Und der Drache ist schon wieder verschwunden. Habt ihr das gesehen? Der war hier. Also ein Feld nach da, ein Feld nach da. Stand der Drache. Und dann war er weg. Komische Ecke hier. Na gut. Oh, 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 was bist du? Du bist komisch und kriegst Schaden, aber das ist okay. Ah, stirb, 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 stirb. Hälfte der Lebenspunkte, also entweder bist du ein Boss oder ich hab die falsche Waffe. Und auch nichts dabei? Das ist ja ärgerlich. Das wollte ich nicht. Das war eine nicht ausgeführte Windmühle. Hülalü. Also dieses kreischende Etwas. Nächstes Mal, wenn sowas kommen sollte, benutzen wir eine andere Waffe. Weil der Speer scheint ja nicht die Waffe der Wahl zu sein. Juhu, meine Lieblingsfreunde. Also du gehst nur auf der Seite hin und her und du nur auf der Seite. Okay. So weit, so gut. Und ich höre wieder steinerne Hämmern. Und nein, jede Menge Schalter. Vier Schalter. Vier Schalter, die an- und aus sein können. Das dauert eine Weile. Ja, das wird eine Weile dauern. Gut, probieren wir erstmal die Steine. Oder besser noch, die ganze Tasche. Nö. Die werde ich nur mit meinem Gewicht auslösen können. Also, fangen wir mal an. Eins. Oh, die war gerade offen. Das machen wir doch gleich nochmal. Dich hoch. Tür ist zu. Dich runter. Tür ist auf. Aber dürfen auf die Platte treten. Richtig? Richtig. Was mit Schalter 2? Machst die Tür auch auf, aber man darf auch nicht auf die Platte treten. Ah, komisch. Na gut, dann machen wir mal Schalter 1 und Schalter 2. Ist offen, ist zu. Bei Schalter 3 bestimmt das gleiche. Ne, ist zu. Immer noch zu. Was sagt Schalter 4? Auf, zu. Gut, dann drücken wir doch mal 4. Der macht die Tür auf, du machst die Tür auch auf und du machst die Tür auch auf. Nee. Alle? Oh, okay. Wir haben irgendwie es kaputt gekriegt. Tod. Wer braucht denn einen alten Mann als Feind? Was ist das? Und da glitzert was im Blut? Nein. Oh, ist sein Blut, das runtertropft.
Und hier haben wir eine Fischstatue mit einem geöffneten Mund. Du willst die Perle haben, hm? Große Kristallkugel. Ha, das ist aber ein runder Gegenstand. Und in der Burg, wo wir ganz am Anfang waren, war eine Tür mit so einer runden Öffnung. Hm. Also können wir das Ding jetzt da reinschmeißen oder zur Burg zurück? Ich probiere. Speichern einfach ab. LB8, genau. Und schmeißen die da jetzt rein. Wir können sie nicht wieder rausholen. Und wir können nicht reden. Das ist ein komisches Ding. Ein Schlüsselloch, wir haben aber keine Schlüssel. Und eine Tür, die wir nicht aufbekommen können. Ja. Wer liebt keine Magiertürme? Ah, da ist ein Schalter. Schrift der geheimen Anrufung. Kalit Lela Senti Voicarius. Okay, das wiederholen wir mal. Kalit Lasenti Voicarius. Oh oh. Ob das so eine gute Idee war. Hallo, Geist? Geist, bist du der Schatten dieser gebrochenen Gestalt? Kannst du sprechen? Sprechen, ja. Hören und bedauern. Du gehörst nicht zum Gefolge des Kriegsherrn. Nein. Ich bin auf der Suche nach dem Zauberer der dunklen Laterne. Kalit der Seerabe, Aret von Losari, viele Namen. Du hast mehr getan, als ihn zu finden. Nun sprich. Okay. Azaria meint, du könntest mir im Kampf gegen den Kriegsherrn beistehen. Mein Kampf ist verloren. Du sprichst mit einem Geist, einem Schatten des Zauberers. Kalit mit den 1000 Namen ist tot. Du hast gegen den Kriegsherrn gekämpft? Ja, er war viel stärker, als ich angenommen hatte. Dunkle Mächte, so böse wie die Dämonen der See, wenn nicht schlimmer. Nun gibt es nichts mehr für mich als die große Leere. Mögen mich die Dämonen aller Dimensionen verschlingen. Dein Bedauern verschlingt dich bereits. Für die Dämonen wird nichts mehr bleiben. Ihre Zahl ist gewaltig. Geheime und komplexe Rituale holen sie aus ihren angestammten Dimensionen. Oft gibt es Opfer, große Opfer. Hast du einen Dämon beschworen, um ihn gegen den Kriegsherrn einzusetzen? Ich, Narr, habe mich überschätzt. Es gibt einen, mit dem ich hätte reden sollen. Im versunkenen Schiff. Wo liegt dieses Schiff? Du willst es also wagen? Nördlich der dunklen Laterne liegt ein Schiff. Dort ist auch der Dämon. Ah, wusste ich doch, dass das Schiff wichtig ist. Auf welche Weise wärest du an meiner Stelle zum versunkenen Schiff gelangt? Mal so, mal so. Irgendwie eben. Ich kenne alle magischen Methoden. Du suchst am besten in den Tiefen der dunklen Laterne nach einer Seemuschel. Eine Seemuschel? Diese Muschel ruft einen Elementargeist herbei. Er wird dir helfen, zum versunkenen Schiff zu gelangen. Aber wie beschwöre ich diesen Elementargeist? Die Antwort liegt ebenfalls in den Tiefen der dunklen Laterne. Ach, wäre mein Gedächtnis doch etwas besser. Na gut, die Muschel haben wir und ein Buch, wo drin steht, dass die Muschel für ein Ritual benutzt werden kann, auch. Also müsste das eigentlich schon reichen, oder? Hm. Ich habe noch ein Anliegen. Du erinnerst dich doch noch an diesen steinernen Gargoyle. Das ist lange her. Richtig, der Gargoyle. Tja, einst habe ich einen solchen beschworen. Dann ist die Antwort bestimmt leicht. Wie mache ich diese Beschwörung rückgängig? Die Beschwörung rückgängig machen? Es ist gewiss niedergeschrieben. Irgendwo. In den Tiefen der dunklen Laterne.
Ja, irgendwo dort unten, glaube ich. Ja, vielleicht ein Buch. Es beschreibt die Befreiung des Gargoyles. Ja, das haben wir auch schon. Darin stand, wir brauchen zwei Dinge. Ups, das wollte ich nicht. Was für ein Ritual beschwört diesen Dämonen? Keines der guten Lebewesen von Tempest weiß die Antwort. Also musst du mit den anderen reden. Wer kann mir sagen, wie ich diesen Dämon rufe? Ich habe einen Pakt mit einer bösen Rasse geschlossen. Seeleute kennen die alten, dunklen Wege. Gib gut auf dich Acht. Hüte dich vor der List der Dämonen. Solche wie er antworten in Rätseln. Ihnen ist nicht zu trauen. Du erwähntest ein Opfer, einen Preis, der gezahlt werden muss. Was ist es? Schwer und schrecklich. Das ist immer so. Also er antwortet aber auch in Rätseln. Ist er jetzt auch ein Dämon? Na gut. Verliere nicht den Mut. Ich werde den Kriegsherrn daran erinnern, was er dir angetan hat. Lebe wohl. Der Kriegsherr ist stärker, als ich geglaubt habe. Du wiederholst dich, alter Mann.